Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute Präsidiums- und Bundesvorstandssitzung gehabt und die Stimmung darf ich als ausgesprochen gut bezeichnen. Es gibt ein hohes Maß an Zufriedenheit mit dem Ergebnis der gestrigen Bundestagswahl, aber auch mit dem Ergebnis der Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Brandenburg. Dass uns der Regierungswechsel gelungen ist und dass das möglich ist, wird als eine große Herausforderung verstanden, aber eben auch als eine wichtige Weichenstellung für die Union, jetzt in einer Regierung auch mit der FDP zeigen zu können, wie wir unser Land noch besser führen können. Wir haben hohes Maß an Übereinstimmung erreicht dazu, dass wir mit diesem Ergebnis einen Vorschuss auch an Vertrauen für eine neue und kleinere Regierung, wenn man es von den Mehrheitsverhältnissen her sieht, also einer Regierung aus Union und mit einem kleineren Partner der FDP bezeichnen. Und wir wissen, dass wir diese Chance in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit nutzen wollen, nutzen werden, um vor allen Dingen Arbeitsplätze zu sichern, neue Arbeitsplätze zu schaffen, Wachstum noch entschiedener nach vorne zu bringen, so wie wir es auch im Wahlkampf immer wieder deutlich gemacht haben. Es ist sehr klar geworden in den Diskussionen, dass die Union und hier in diesem Falle die Christlich-Demokratische Union sich als Volkspartei der Mitte versteht. Wir wussten und wissen, dass große Koalitionen natürlich für die großen Parteien auch eine starke Herausforderung sind. Wir wissen, dass mit minus 1,4% bei unserem Ergebnis dies sich relativ gering niedergeschlagen hat im Vergleich zu dem Koalitionspartner von minus 11,2%. Das ist ein dramatischer Unterschied und wir glauben, dass wir damit als Volkspartei eine gute Ausgangsbasis haben, darauf aufzubauen und auch uns in den nächsten Jahren weiter zu kräftigen. Wir werden in einer Wahlanalyse uns noch einmal umfassend anschauen, was der gestrige Tag insgesamt für das Parteienspektrum in Deutschland bedeutet, was eine Volkspartei der Mitte, und das ist die CDU, daraus auch lernen muss, die Erreichbarkeit von jüngeren Wählern, neue Medienkommunikation, wenn wir nur einmal daran denken, welche Rolle heute das Internet insgesamt einnimmt, was auch gerade im Bereich der Piratenpartei an Interessen vertreten ist. Und wir werden natürlich darauf achten, dass wir die Balance der sozialen Marktwirtschaft, also auf der einen Seite eine große Achtung gegenüber denen, die in Deutschland Arbeitsplätze schaffen, und auf der anderen Seite eine Politik für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie wir diese Balance in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit auch vernünftig und gut austarieren. Es ist aus vielerlei Gründen wichtig, dass wir die Große Koalition beenden können, von der ich nach wie vor sagen werde, dass sie gute Arbeit geleistet hat, dass auch im Rückblick die Leistungen sicherlich noch einmal dann sich voll zeigen werden. Aber ich denke, es ist sowohl was das Wachstums, was die Wachstumsmöglichkeiten und die Frage der Arbeitsplätze anbelangt, gut in einer neuen Regierung jetzt unter Unionsführung arbeiten zu können. Es ist aber auch staatspolitisch vernünftig mit einer klaren Aufteilung von Regierung und Opposition zu arbeiten. Wir haben mit dem gestrigen Tag und dem Ergebnis der Schleswig-Holstein-Wahl eine Mehrheit auch im Bundesrat von 37 Stimmen aus Koalitionen von Union und FDP. Es zeigt sich an diesem Beispiel, wie viele Länder heute auch schon regiert sind von Union und FDP, die ja deutlich machen können in ihrer Bilanz, dass es in diesen Ländern auch sehr viel bessere Möglichkeiten und sehr viel bessere Resultate gibt. Meine Damen und Herren, die Aufgaben für die Zukunft liegen jetzt auf der Hand. Ich werde mich sehr schnell mit dem Vorsitzenden der FDP und natürlich mit Horst Seehofer abstimmen, wie wir in den nächsten Tagen und Wochen die Koalitionsverhandlungen gestalten. Wir wollen das zügig machen. Natürlich geht hier Qualität vor Schnelligkeit, aber ich glaube, Deutschland hat auch einen Anspruch darauf, schnell eine neue Regierung zu haben, denn wir haben jetzt viele Monate Wahlkampf geführt. Wir haben viele Aufgaben vor uns und wir müssen natürlich dafür Sorge tragen, dass Deutschland auch schnell wieder mit der neuen Regierung regiert wird. Insgesamt sehen Sie mich auch nach dem gestrigen Tag, an dem ich sehr zufrieden war, auch heute sehr zufrieden und glücklich. Das hat man auch allen angemerkt und ich glaube, dass wir mit gutem Schwung und Elan jetzt in die nächste Legislaturperiode starten können.